Willkommen zu einem neuen Infovideo und jo, heute will ich euch etwas zeigen zu alten Games, wie man kann bei alten Games noch den Online-Modus nutzen. Also ja, ich würde jetzt hier in diesem Video als Beispiel Star Wars Battlefront 2 nehmen. Das hier, ja, es ist ein etwas älteres Spiel, glaube ich 2004, wenn ich mich nicht irre. Und es ist jetzt, hier ist es eben halt so, dass man den Online-Modus nicht mehr nutzen kann. Es geht hier einfach nicht, wenn man hier zum Beispiel joinen will. Es bleibt einfach immer bei 0%. Hier Games by hat halt eben den Online-Modus schon ausgeschaltet, weil ich weiß auch nicht mehr genau den Grund, aber ja, man kann das halt eben nicht, weil sie haben alle Servers runtergedreht. Und es gibt halt eben trotzdem noch einen Weg, wie man kann online spielen. Ja, schließe ich das jetzt hier nicht. Und für das braucht man ein sogenanntes Programm und das nennt sich Game Ranger. Ja, ich zeige euch jetzt hier gerade noch, wie man das downloadet. Ah, am einfachsten, na klar, einfach, wenn man es so im Internet eingibt. Hier kann man es gerade downloaden. Und dann müssen wir die Exe-Datei hier öffnen, ausführen. Ein Desktop-Icon, das reicht mir schon. Gut, dann installieren wir das. Das geht eigentlich recht schnell, wenn ich mich nicht irre. Mal schauen. Ja, das brauchen diese Seite hier brauchen wir sowieso nicht mehr. Nur noch ein bisschen warten. So. Hier müssen wir einfach Next. Ja, wer das lesen will, der kann das machen. Ich mache das auf jeden Fall nicht. Ja, hier machen wir klar Agree, also einverstanden. Dann, hier müsstet ihr, wenn ihr jetzt eben gerade neu wärt, müsstet ihr noch klar einen neuen Account machen. Aber ich hätte jetzt eben schon einen, also, na klar, das zeige ich euch jetzt hier nicht, wie man einen neuen Account macht, das ist nicht so schwer. Ich mache jetzt hier meinen, so, ich hätte es jetzt eingegeben. Und jetzt kommt hier gerade als nächstes halt City. Ja, da nehme ich persönlich Switzerland. Genf, ja. Das, ja, hier könnte man auch noch von allen Zeitzonen, aber das ist etwas unnötig. Und das wäre es eigentlich schon. Gut, jetzt müssen wir uns noch einloggen. Und ja, hier wären wir. Hier könnten wir unsere Freunde sehen, aber ich habe hier gerade keine. Ja, und hier seht ihr, das sind hier alles solche Spiele. Ja, alles alte Games, bei denen halt eben den Online-Modus nicht mehr funktioniert, aber Game Ranger ermöglicht eben den Online-Modus bei solchen Spielen wieder. Das ist wirklich cool. Ja, es gibt auch recht viel. Also gehen wir mal schnell. Star Wars Battlefront 2 müsste irgendwo hier. Ja, genau, hier seht ihr. Das sind jetzt hier alles solche Online-Räume. Seht ihr, wie viele? 1930 Räume, ja. Hier kann man auch sehen, wie viele Leute drin sind, und ja, das wär's eigentlich schon, ja. Jetzt müssen wir hier nur noch, wir können ja gleich einen selben hosten, aber ich will noch lieber einen joinen, zum Beispiel dem hier. Ja. Und jetzt wird das hier geladen. Und sobald man bereit ist für das Spiel, kann man hier einfach join machen, und jo. YOLO! Jo, ihr seht jetzt hier, ich habe noch einen kleinen Cut gemacht, aber ja. Ich bin jetzt hier in dieses Online-Spiel reingekommen und es funktioniert wirklich, also es geht wirklich gut, lagfrei, ja, keine Probleme. Also ich finde es wirklich cool, diese Game Range, und jo. Ich hoffe, euch hat dieses Video auch gefallen oder vor allem geholfen. Wenn ihr Fragen hättet, könntet ihr die noch klar noch in den Kommentaren schreiben, und jo. Dann sage ich bis zu einem nächsten Mal. Tschüss.